So, jetzt probieren wir aber schnell die Rennen noch zum Fahren. Vielleicht gibt es ein paar gute, wo man richtig Knädel machen kann. Weil ich brauche Kohle für Föhn. Aber so richtig, die Rennen selber sind nicht wirklich lukrativ, gell? Weil ich sag, wenn du dann 1000 bei einem Rennen gewinnen kannst, hast du schon ein gutes Rennen erwischt. Die meisten Rennen sind so 300, 400, 500. Das ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Und zwar, ja, in Fiat, den schlug ich mit meinem, was der geht, den Niersi weg. Ja, das sind beide keine Weltherausforderer. 500, schon wenig. 600, ja, machen wir. Komm, Peppi, machen wir schon das Herzl. Alter, was sind denn richtige Herausforderer? Jetzt hab bis jetzt zwei Supras. Sonst da, so richtige Herausforderer sind keine da. War schon geil, einmal so richtige Herausforderer. Ja, komm. 3, 2, 1. Über die 200 kommt. Ja. Bitte Gorschei, oder 197, er hat gerade mal 171, 10,2 Sekunden. Das ist meine Bestzeit, oder? Also ein 9-Sekunden-Auto habe ich keins. Außer ich kann noch was besser machen beim. Wisst ihr? Nur, ich glaube, viel bessere Zeit hole ich mit denen nicht mehr außer. In der Nacht vielleicht bessere Autos. Die steigen den ganzen Tag die gleichen da, glaube ich. Jetzt haben wir noch den. Ja, was will der? Ja, Spargeltatzen. Was willst du? Ja, genau, 200, Alter. Schau ja aus, als hätte ich Zeit für so einen Blödsinn. Was ist mit dir los, Alter? Ja, Alter, unter 300 tritt ich gar nicht an gegen dich. Was ist mit der? Hast du keinen Knädel oder was? Ja, ja, gut, das machen wir noch schnell. Bissl ein Knädel, dass ich wenigstens 1500 auf Föhn kaufen kann. 3, 2, 1. Junge, kauf dein Auto, Alter! 150! Okay, gleich von Anfang an, Nassgame bringt auch nichts. Ich habe 0,1 Sekunden sogar schlechtere Zeit gehabt. Da kann mit dem Käfer auch fahren. Ja, gegen den schon, ja. Aber vorher, wie ich mit dem Käfer gehabt habe, war der Herausforderer ein Mustang und das hätte nichts gebracht. Also, mit dem Supra ist das eigentlich leicht verdientes Geld. Mit der Supra ist das wirklich überhaupt kein Thema. Also, es war noch kein Konkurrent. Ich meine, sogar die Supra selber habe ich ohne Problem geschlagen. Wohlgemerkt. Ah! Das war jetzt mehr wie knapp. So, jetzt muss ich die zwei noch fertig machen, dass wir es endlich in den Verkauf geben können. Hopp, 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 hopp. So, da steht die Supra drin. Kann ich irgendwas überhaupt noch einbauen bei der oder oben die. Ah, Scheiße, da geht ja noch einiges. Kids. Rennset. Oder der hat ja praktisch noch nichts drin gehabt. Da brauche ich nicht mehr viel was für Räder ausgeben. Aber die Fögen sind halt ein Trauerspiel, gell? Da sind die. Nein, 1500, das nein, bringt nichts. Weil er dann kurz, ja, 400 ist aber ein. Ja, die waren so geil, aber ich kann. Ja, Scheiße drauf, Alter. Ich hab für die ja nichts ausgegeben, also. Da hat ja noch einiges gefehlt, Alter. Da, die ganzen Höferchen und alles. Komm. Sauber machen, brav. Ich hab schon zwei Supras gewonnen, ja. Einzige Konkurrent. Nein, der war auch keine Konkurrenz gewesen. Ich hab halt gemeint, ich spiel mich ein bisschen und hab ja eine gute Sekunden lang, wo der gefahren ist, bin ich einfach steil geblieben. Und der hat dann den Nassknopf gedrückt und mit Nass ist dann bei der Beschleunigung nicht mehr viel Unterschied gewesen, deswegen. Aber hätte ich von Anfang an Gras gegeben, dann hätte er mich niemals geschlagen. Das geht auch, also wirklich. Ist jetzt schon alles putzt oder nicht? Ich hab das Gefühl, ist da jetzt gestanden 4 oder nicht? Mit schon? Schaut so aus, bin ich deppert. Okay, ich glaube, die wird schon sein. So, Fotos. Das schaut halt schon, gell? Das ist halt schon ein Auto, gell? Hätte ich schon gesagt. Ist halt schon ein Auto. Ich meine, ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, Leute, ohne dass ich jetzt beleidigend sein will, gell? Zur originalen The Fast and Furious Supra kann die Neige nicht mehr mithalten. Weder optisch noch so. Alter,
Also, das ist 101, gell? Sie ist nicht hässlich, aber mit der Originalen kann sie halt überhaupt nicht mithalten, bin ich ganz ehrlich. Deswegen werde ich die nächste Supra jetzt so orange machen, probieren machen wie möglich, damit sie der Supra vom, von der Farbe her die Supra von The Fast and the Furious Film hat. Aber ich weiß nicht, ob ich das orange zusammenbringe. Aber ich werde es probieren, weil es witzig ist einfach. Wir haben unbezahlte Rechnung, Alter. Wenn ich das alles verkauft habe, was jetzt im Autohaus steht, dann habe ich gar nichts mehr. Dann habe ich Geld zum Saufudern. Dann habe ich mit viel Glück 300.000 am Konto. Ja, schauen wir mal. Vielleicht. Nein, ich will nicht zu hoch stapeln, weil ich habe das mein Supra, der hat aber weitaus mehr Kilometer als wie der. Habe ich für 58 gekriegt, statt 63. Wenn ich für die 70 krieg, wo ich nichts rausgehauen habe, war natürlich der Overhammer. Ne? Da, aber da ist eh überall Kohle zu meinen. Jetzt habe ich einen Trottel, ich bin ein Trottel-Renset, oder? Das war ein bisschen dumm von mir gerade. Das war jetzt richtig dumm von mir. Das eine Set, du kannst ja immer nur ein Set ausrüsten, das ist ja Blödsinn. Gibt es irgendwann einen Driftwettbewerb auch oder gibt es nur die Dingwettbewerbe? Jetzt geht sich gerade aus mit dem Lackieren. Ja, dann machen wir es so. Ich bringe das Orange gar nicht zusammen, was die bei The Fast haben, hallo? Schon gar nicht, wenn er so metallig ist wie da. Weiß gar nicht, wie ich da ein schönes Orange zusammenbringen soll. Es ist schon eigentlich Orange, aber das Problem, Alter, jetzt habe ich echt kein Polier. Nein, geht nicht. Das ist gut vom Feinsten gerade. Jawohl! Oh, das kommt dem schon! Leute, das kommt aber den. Ein bisschen heller müsste es nur sein. Aber so weit weg ist es nicht von dem Original jetzt da. Das hat nur drin so noch gut ausgeschaut. Sollte 800. Ich inseriere es mit 130.000, hätte ich gesagt, beide. 100, weil sie ja auch fast keine Kilometer um haben. Bin ich der Meinung, inserieren tue ich es einmal. Ein bisschen. Ja, schau. Schau, wenn es putzt ist. Kommt es dem schon ganz ähnlich. Habe ich fast gut geschätzt gehabt. Ja, vielleicht sogar jetzt ein bisschen, geht ein bisschen zu viel noch ins Göbliche. Das ist schon, aber eine geile Fahrt trotzdem. Ja Leute, das ist das Maximum, was ein Autos Platz hat da. So. Bitte deine Zürcher auf meinen Platz. Habe ich jetzt alle durchputzt, bevor ich es inseriere? Wahrscheinlich noch nicht genug. Nein, der ist noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es heute großartig noch verkaufen kann alles, aber wir probieren es halt einmal. Der gehört noch einiges. Putzt. Alter Schwede. Schaut's einmal, wenn die sauber sind, Alter. Das ist einmal so ein richtig grölles Pink, Alter. Ich krieg fast Augenweh, wenn ich mir das Auto anschaue. Jetzt ins Errate schreiben, gell. Ich hoffe, das kostet nicht zu viel Zeit. 30.000 investiert, 45 wahrscheinlich. 60.000 inserieren wir. Machen wir 65.000. Weil er ist fast neig und top herkriegt. Der hat mir eben, der hat viel Kilometer. Den inserieren wir für 55.000, hätte ich gesagt. So, der muss, den inserieren wir für 70. Und jetzt, Toyota Supra in Gold. Keine Kilometer. 130.000 inserieren wir es jetzt da. Fetter Gewinn, wenn ich das Geld kriege für die zwei, dann mache ich den Gewinn, das ist abartig. So, da haben wir jetzt die schwarze. Auch 130.000 Inserat gesetzt. Da haben wir nur noch meine und den gebe ich nicht her. Und am nächsten Tag, bevor wir öffnen, alle noch mal durchputzt und dann schauen wir mal, wie schnell das die ganzen Autos weggängen. Die rennen uns morgen die Hitten ein. Ich hab noch genug Geld, dass ich wieder zurückkomme. 120, hey, oder wenn ich einmal noch Bus fahre, dann bin ich blank. Ja, das Spiel hat halt schon Motivationsfaktor 100, gell? Muss ich, ganz ehrlich, ich, also, meine persönliche Empfehlung habt ihr auf jeden Fall für das Game. Kann ich nur weitergeben. Hat zwar noch in gewisserlei Hinsicht viel Potenzial, was noch
Änderungsbedarf hat, zum Beispiel die Motorsounds. Die Motors, es tut mir leid, eines der größten Mankos an dem Game, muss ich wirklich sagen, sind die Motorsounds von den Autos. Es gibt, glaube ich, gefühlt nur 4 verschiedene Klänge für 50 verschiedene Autos oder was da sind. Und keiner hört sie beim Fahren. Im Stand hören sie die Autos alle gar nicht so schlecht an. Aber wenn du Gas gibst, hast du das Gefühl, die haben einfach Sounds aus einem Nintendo 64 rauskopiert. Das muss ich wirklich hart anprangern. Da bin ich so ehrlich und sage, das ist traurig. Aber sonst ist die Umsetzung geil und auch die Autos sind sehr originalgetreu gehalten. Ich meine, gut, jetzt stellt sich vor, das war der große Publisher, der sich die Originallizenzen und die Originaldesigns von den Autos leisten könnte. Wisst ihr, was das Spiel für Potenzial hätte, wenn die originale Autos... Verknüpft das einfach, was du alles kaufst und dann noch so richtig Gran Turismo-mäßig auch noch rennen und alles machen. Alter, das wäre das Spiel des 21. Jahrhunderts, Alter. Für alle Auto- und Rennfetischisten. Ist sauber, gut ist er. Auch noch putzen, bevor verkaufen. Auto immer sauber. Alter, wir könnten, wenn wir Klick haben, jetzt richtig ancashen. Oder ich wäre richtig verkrampft, mein durch zusammendrucken, weil die Leute alle unverschämte Preise zahlen wollen. Es gibt jetzt genau die zwei Optionen. Entweder das geht so wie vorher, recht schnell und gute Preise, oder die Autos bleiben ewig steil, weil ich nicht von meinem Preis runtergehe und die Leute alle unverschämt sind. Eins von beiden wird es sein. Da kommen sie nach der Reihe, oder Leidels. Das Interesse ist anscheinend auf jeden Fall da. Oha, oder gleich mal die erste Supra. Na, was bitten Sie, gnädige Frau? 130? Ich denke, 108. Warten Sie kurz. Du? Geh weg. Alter, ich wollte für die Autos wenigstens 70 haben, aber Alter, ehrlich jetzt, dass da einer gleich 108 bietet? 106, okay, du bist die Ansprechpartnerin. Na wart, was willst du noch? Schnell, sag. Ich darf dir jetzt auch nicht geil lassen. Geh weg. So. 100. Alter, jetzt bin ich dreist. 108. Ich bitte Schnäppchen. 120. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Alter, ich hab die Hitten für 120.000 angebracht. Was bittest du für den, mein Freund? Gib einen guten Preis. 96, warte mal, da geht mehr. Der hat die gleichen Werte wie die Trainerin, nur dass sie gut ist. 105. Schnäppchen, auch 120. Komm, sei ein guter Mann. Alter, Leute, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es gleich für 160 inseriert. Ja, vielleicht gewinne ich noch welche. So, 55.000 ist der Preis. 35 bietet der. Alter, die Interessen sind ein Wahnsinn. Die Leute, was da... Du... 31. Ich muss schnell sein. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie lange die Leute bleiben. 32. Warte, dann muss ich mit ihm reden. 35 bietet er mir. Ich hätte gesagt... Warte, ich probiere jetzt einfach hochstapeln. 42 hätte ich gesagt. Probieren wir mal. Schnäppchen. 42.000. Zu hoch. 40.000. Komm, Freund, komm. 40.000 war schon geil. Alter, ich bekomme, was ich möchte. Auf einmal, okay, da sind jetzt wenig Interessenten. 65. 45 hätte ich schon gern dafür, weil der hat mich mit allem drum und dran über 30 gekostet, Alter. Tut mir leid, um das Geld gebe ich nicht her. Ich glaube, da habe ich ein bisschen zu viel eingebuttert in das Auto noch an Verbesserungen. 35. Für 42 Kosten haben. Aber ob er das mitgeht, ist eine andere Frage. Der ist viel höher inseriert. Naja, schauen wir mal, ob wir 41 kriegen. 40.000 bin ich auch zufrieden. Alter, Leute, die Leute zahlen weiters. Sehr gut. Voll gut. Und was ist da?
Die Limousine hat Geld gekostet, 70.000, wie schauen wir aus, was bin ich? 44. Ich hab's gekauft für 27, warte mal ganz kurz, du gibst mir 44. Was gibt mir der Kollege? 40. Gut, dann rennen wir zwei. Na, warte, sieh's noch. Was gibst du? Schnell. 36. So, wir zwei sind im Gespräch. Ich bin jetzt mal kackendreist, 52. Ich krieg viel mehr, wie was ich ursprünglich gehabt hätte. Ich krieg, okay, 52 ist hoch. 50. Was? Hey, ich hab ja noch geredet mit mir. Du Arschloch. Ich gebe mir das jetzt nicht, was ich haben will. Der ist viel zu niedrig. Ja, der gibt mir ja nur 36. Der andere war für 44. Nee. Geh weg. Verpiss dich. Kommen da noch Interessenten, bitte, Alter? Also, ich hätte schon gern die 50 gehabt dafür. Nein, 5, wenn sie 44 anbietet, dann ist 50 schon hochgestapelt. Aber 55 hätte es mir nicht geben. Alter, ich habe 320.000 am Konto. Ich habe die Supras viel zu günstig hergegeben, tatsächlich. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die für 180.000 inseriert. Lambo her, ja, der alte oder was? Momentan Kunde im Büro. So, was gibst du mir? Ich glaube, so eine gute wie die vorher, da wisch ich nicht nochmal, oder? 42. Probieren wir mal, ob er 50 gibt. Oh, auf 48 gehe ich runter. Weniger wird's nicht. Komm, ist ein Top-Auto, mein Freund. 48, weiter geht nicht runter. Die andere 48 hätte sie sicher gezahlt. Jawohl! Weg! 369.000 am Konto, Alter. Ich glaube, wenn du so viel Knädel eingenommen hast wie ich jetzt da, wir können zwar mal kurz schauen, bringt es gar nichts mehr ins Dorf zum Fahren, weil im Dorf sind wirklich nur schlecht bis Mittelklasse wohnen, tatsächlich. Und jetzt spielen wir dann schon langsam in einem Preissegment da, wo man gescheite Autos braucht. Wisst ihr, was ich meine? Schade, dass es keinen richtigen Großmarkt gibt oder sowas. Weil da 16, da sind halt wirklich nur gebrauchte, ich meine, den, also ich wollte gerade sagen, der hat gar keinen Windschutz. Sind wir schon wieder Level gestiegen? Nein, noch nicht, aber bald. Der schaut ein bisschen neiger aus. Das ist ein Audi A5. Was hätte man gern dafür? Zwar 9er, 64.000 Kilometer. Nein, Alter, in der Klasse spiele ich nicht. Das lohnt den Aufwand nicht, Madame. Es tut mir leid. Es lohnt den Aufwand nicht. Tatsächlich. Wenn der schon nur 8, wenn der so alt ist und weiß ich nicht, dass das. Das ist ein 23er, 70.000 Kilometer ist halt schon ein Schnäppchen. Wenn du mir um 21 gibst, nimm ihn mit und sonst gehalt er die hinten. Ist kein Akzeptator, dann gehalt er ihn. Wirklich. Ich spiele einen ganz anderen Preissegment, mein Freund. Mit den Autos wische ich mir nur noch ein S*** aus. Wirklich, das war jetzt gerade, weil du mir laut da hast, weil du deppert den ganzen Tag auf deinen Campingsessel neben einem Auto huckst, weil du anscheinend keine Kohle mehr für den Mäcki hast. Und der schaut auch, der schaut gar nicht so unsauber aus. 23er, 25.000 Kilometer. Der hat Potenzial. Wenig Kilometer, neues Baujahr, Handschaltung, 29. Wenn du mir für 24 gibst, nimm ihn mit. 25 maximal, mehr nicht. Das war eine gute Entscheidung. Der hat Potenzial, für den kriege ich wieder 40. Wenn nicht sogar 50. Der ist neu, hat keine Kilometer um. Gut, die Leichnern, das ist ja, da schau die Diener. Darf man gar nicht diskutieren, aber der war der Einzige mit ein bisschen Potenzial. Ich mache das jetzt schnell, weil am nächsten, auf die Nacht gehe ich noch die Rennen fahren, wenn es solche Gescheiten gibt. Vielleicht kann ich noch einmal eine Supra gewinnen. Und dann probieren wir es aus. Wenn ich noch einmal eine Supra gewinnen kann, dann inseriere ich den da mal jetzt da, ich staple jetzt immer höher, dann inseriere ich sie für 200.000. Weil ich bin gespannt, ob die Leute dann trotzdem um die 100.000 bieten, egal wie hoch das ich inseriere, ob das wurscht ist, ob ich jetzt da 300.000 oder 200.000 oder 150.000 inseriere und die Leute trotzdem nicht so um die 100.000 gehen, oder ob das wirklich auch was beim Preis beeinflusst, wenn ich dementsprechend hoch inseriere. Auf das bin ich gespannt. Ich mache einen Trick draus, Leute. Ich putze das Auto nicht. Warum? Weil dann kramt die Leute, Alter, das ist ja nur leicht. Der schaut ja nicht drauf. Und dann schlage ich es alle beim Rennen. Komm. Schauen wir mal, ob wir eine gescheite Konkurrenz haben am Hof. Was haben wir da für Autos? Drei Autos. Ein Audi als Konkurrent. Dann, was ist denn das? Ja genau, ein Opel Corsa. Und was ist das?
Nee, Skoda. Also jetzt nichts wirklich Erwähnenswertes stark. Ja, Alter, für 300er geh ich liegen, Alter. Fahrt am Botzen A5, Alter, und traut sich nicht weiten. Was soll ich mit dem Kleingeld, Alter? Kasperl. 500, unter 600 tritt ich nicht an. Da, das lass ich mal rein. Das ist wirklich gerade so ein Zeitvertreib für den Preis. 3, 2, 1. Alter, hab ich die 200 geknackt? Ja, Alter, bitte gar schei. 204, Neigerrekord, unter 10 Sekunden! Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop.